Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute wird gebacken. Ja, aber diesmal nicht so ein Kloppertorte oder irgendwie was, sondern ja, was ich auch mal ganz nett finde, so ja, Gebäck nennt man es, glaube ich. Und zwar Mini-Amerikaner. Ja, wie mini sie dann werden, das ist dann die Frage, weil ich kenne das so bei Amerikanern, dass man die backt und dann werden die doch viel größer, als man gedacht hat. Also deswegen. Aber dazu kommen wir später, dann immer genug Platz auf dem Blech lassen. Ja, das ist ein Rezept vom Blog Mixgenuss. Und ja, wie der Name schon sagt, Mixgenuss ja, ist dann Thermomix eigentlich. Aber ich habe mir heute gedacht, ich mache es in meiner normalen Küchenmaschine, weil das natürlich auch super geht. Und ja, ich glaube, es gibt nicht so viel Teig. Und dann ist das immer so blöd, aus dem Mixtopf rauszubekommen. Und dann bleibt da immer so viel hängen. Und dann will ich da nicht mit Metall drin rumkratzen, also mit dem Löffel. Hätte das jetzt wieder umfüllen müssen erst. Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich es doch gleich heute in meiner normalen Küchenmaschine. Aber das ist ja so wie immer. Der Thermomix ist super. Ich benutze ihn total gerne. Aber es geht auch ohne. Ja, wie immer. Also, es geht los mit 50 Gramm weicher Butter. Also weich ist in meinem Fall jetzt, dass ich das über Nacht aus dem Kühlschrank rausgenommen habe. Und hinzu kommt 100 Gramm Zucker, dann eine Prise Salz, wobei ich sagen muss, das ist auch ziemlich das Letzte, was ich hier an Salz noch habe. Und wenn ich doch so ein bisschen mitgenommen aussehe, also es liegt nicht nur daran, dass es früher Morgen ist. Es liegt vor allen Dingen an der Pollenbelastung in diesem Jahr. Das ist richtig bitter. Also dieses Jahr, gut, ich glaube, ich sage es wahrscheinlich jedes Jahr, aber ich finde es dieses Jahr besonders schlimm. Ja. Mein Auto ist eigentlich silber, aber jetzt, es sieht so grünlich aus. Und immer wenn ich fahren will, dann muss ich jetzt die Scheibenwischanlage anmachen. Also das ist richtig unangenehm. Ja, ich habe hier Bourbon-Vanille. Im Originalrezept steht Vanillearoma. Aber ja, ich habe hier diese Bourbon-Vanille und habe die genommen. Und da habe ich ungefähr großzügig einen Teelöffel reingetan. Und zwei ehemals glückliche Eier. An diesem Rezept finde ich auch super, dass da nicht so verrückte Sachen reinkommen. Also das habe ich alles da. Naja gut, oder ich weiß mir wenigstens dann auszuhelfen, dass ich einmal das nehme und gleich nehme ich noch bei einer Sache. Und das lasse ich jetzt in der Maschine für circa 4 Minuten gut verrühren. Also das ist jetzt richtig schön schaumig aufgeschlagen. Also vor allen Dingen ist es ja wichtig, dass der Zucker sich gelöst hat. Und das hat ganz gut geklappt. Och, und nach einer weiteren Niesattacke kommen jetzt 250 Gramm Mehl dabei. Dann 2 Teelöffel Backpulver. Und im Originalrezept steht etwas Zitronenabrieb. Ich habe jetzt keine Bio-Zitrone da. Und ich habe hier aber so Orangenback. Da steht, wie geriebene Orangenschale zu verwenden. Ja, und da habe ich gedacht, egal ob Zitrone oder Orange, gibt dann so ein bisschen Zitrus, oh, Aroma. Und dann nehme ich, ja, 1 Teelöffel von. Und als letztes Trockenes kommt noch Puddingpulver dazu. Ich muss mal gerade gucken, 37 Gramm, weil ich habe hier nämlich mehrere angefangene Puddingpulver. Das ist immer, wenn in so einem Rezept steht, 1 Teelöffel oder 2 Esslöffel. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich diesmal diese angefangenen Tütchen mal aufbrauche. Guck, also 37 Gramm sollen drin sein. Ja, das sind jetzt 25. Dem nächsten geht es jetzt ja an den Kragen. Ja, ich habe da so ein Glas, wo ich die immer dann reinpacke, also so ein Bügelglas und ja, und dann vergesse ich das immer. Und ja, aber ich weiß nicht, wenn die Corona-Krise eins gebracht hat, dann, dass wir ja vielleicht die Lebensmittel wieder auch etwas mehr schätzen. Weil es nicht immer alles gibt. Wobei, ich glaube, Puddingpulver gab es wohl schon immer. Also auch in dieser Zeit. Ja. Und ich habe hier 50 Milliliter Öl und 75 Gramm Butter. Das habe ich gerade mir schon abgemessen. Das kommt jetzt wieder in die Maschine und wird nochmal gut verrührt. Ja, so ungefähr 2 Minuten. Das ist jetzt richtig schön
schon vermengt. Also das hat vielleicht eine Minute gebraucht. Länger war gar nicht nötig. Also ich sag mal von der Menge, es soll ja 12 kleine, also Mini Amerikaner geben. Na, ich weiß nicht, ob das so mini wird. Also mit 2 Teelöffeln soll man sich eine Portion abstechen. Und es soll aber genug Platz wirklich bleiben, weil die gleich so auseinanderlaufen. Und ja, deswegen bin ich da schon, dass sowohl nach vorne, hinten und zur Seite überall genug Platz noch ist. Ich habe jetzt mein Backblech fertig. Also ich nehme da auch wirklich das ganz normale Backblech. Mit dem Stein, das traue ich mich in dem Fall jetzt gar nicht. Und ich habe hier meine Backfolie drauf. Ja, für das zweite Blech, was ich jetzt vorbereiten werde, muss ich dann Backpapier nehmen. Aber naja, gut. Das geht jetzt in den vorgeheizten Backofen, 170 Grad. Also das soll jetzt nicht so heiß sein, weil das wird ja so ein ganz leichtes Gebäck. Und da kommt es jetzt in den Backofen für 12 Minuten. Ungefähr. Mittlerer Schiene, Ober-Unterhitze, vorgeheizt, 170 Grad. Ja, und ja, ich werde mal öfter reingucken, nicht dass da, also jeder Backofen ist ja unterschiedlich, ja, das ist so eine Floskel, die aber tatsächlich auch stimmt. Ja. Und während die jetzt backen, werde ich das zweite Blech dann auch noch vorbereiten. Soll ja halt auch 6 Stück geben. Aber da muss ich mal gucken, wie das hier mit dem Teig aufgeht. Dass ich da die größer mache vielleicht, weil ja, ich habe da bis jetzt, ich mache die zum ersten Mal und habe da jetzt sogar keine Erfahrungswerte, wie groß die dann werden. Ne? Also wichtig ist eigentlich immer nur, dass pro Backgang die so ziemlich alle die gleiche Größe haben. Damit die natürlich dann auch alle gleich durch sind. Also ich glaube, bei diesem Durchgang werden die vielleicht ein bisschen größer sein. Ich hatte das so verstanden in dem Rezept mit 2 Teelöffeln. Da habe ich gedacht so, ja, dass wirklich die Teigmenge 1 Teelöffel ist. Aber nee, das ist mehr. Sonst würde das mit den 12 gar nicht hinkommen. Also die zweite Ladung, die werden auf alle Fälle größer. Wobei ich natürlich dann auch Angst habe, dass die jetzt aneinander backen. Ja, also ich sehe bei den anderen, die werden halt so flacher, jetzt schon nach ein paar Minuten. Nach 4 Minuten. Ja, ich probiere es aus. Wenn sie ein bisschen aneinander packen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Meine Familie muss mir verzeihen, ich backe diesmal nicht für andere, deswegen, ja. Also, gleich sehen wir mal, wie die ersten aussehen. Ich bin schon ganz gespannt. Und bei mir zeigt der Backofen jetzt noch eine Minute an und ich glaube, dass das auch wirklich genau reicht, weil die, also er piept jetzt, weil es soll wirklich nicht zu braun werden, weil es soll ja so ganz leicht sein. Ne? Ja, das zweite Blech habe ich schon fertig. Das wird jetzt nur ausgetauscht und nochmal 12 Minuten. Und dann sind wir mit dem Backen nämlich schon fertig. Das ging ja wirklich richtig super schnell. Also, so sehen sie jetzt aus. Die sind nicht gebräunt, aber wie gesagt. Aber sie sind nicht knusprig, aber also man merkt, es ist kein roher Teig mehr. Ja, und die lasse ich jetzt noch einen Augenblick drauf, weil das ist ja immer so bei diesem Gebäck sehr diffizil, die runterzubekommen, ohne dass sie zerbrechen. Ich habe da so einen scharfen Schaber und mit dem werde ich das wohl gleich machen. Und dann erstmal abkühlen lassen, bevor nämlich dann die Puderzuckerglasur kommt. Aber ja, jetzt die dürfen erstmal noch backen und danach abkühlen und dann geht es hier nämlich weiter mit dem Puderzucker. Bei mir ist es jetzt ungefähr 20 Minuten, nachdem ich die zweite Ladung rausgenommen habe. Die erste Ladung ist schon richtig kalt und die, ja, nur noch ganz lauwarm. Aber man sieht halt schon, ja, die Unterschiede. Ich hätte, also weil da ja stand Mini-Amerikaner, habe ich gedacht, mache ich ganz kleine. Obwohl ich glaube, wenn ich das nächste Mal bei der Arbeit
also falls es sowas nochmal geben sollte, nochmal meine Backaktion habt, der werde ich in der Größe, dann würde ich dann drei Bleche machen. Also dann würde es wirklich für 18 Stück reichen. Aber ja, ich finde es ja alles für seinen Anlass. Ne? Also wenn ich jetzt hier meine Familie zu Besuch habe und es gibt jetzt nur die Amerikaner, finde ich es auch okay, dass man hier zwei von den Großen vielleicht isst oder so. Aber so als ja, Fingerfood-Häppchen oder auch für Kindergarten oder für Kindergeburtstag finde ich die Kleinen total super. Ja, ich habe mir schon mal abgemessen 200 Gramm Puderzucker und da kommt hinzu 25 Gramm Milch und 2 Teelöffel Zitronensaft. Und da muss ich sagen, ich habe keine Zitrone jetzt gerade da. Und da habe ich auch gedacht, da reicht hier auch dieser, den ich immer da habe, aus der Flasche. Und jetzt denkt man, so wenig Flüssigkeit für den Guss, aber ja, der soll ja auch gleich nicht zu flüssig sein. Also man will es ja auf die Amerikaner streichen. Und wie man sieht, es soll, ja, zuerst denkt man, oh Mann, so viel Puderzucker. Ja, ich finde schon auch, dass es viel Puderzucker ist. Aber es wird dann wirklich diese, ja, Schmiere, die es braucht für einen Guss. Ansonsten, ja, man denkt, für die Menge Puderzucker ist es doch viel zu wenig Flüssigkeit, aber ja, genau so muss es sein. Ja, und wie man sieht, es ist, wie es sollte. Und mit so einem kleinen Spatel bestreiche ich mir jetzt den. Weil wenn der zu flüssig wäre, würde der ja nur da reinziehen und würde das Gebäck eigentlich nur aufweichen. Und ja, der Guss an sich würde ja überhaupt nicht hart werden. Ne? Deswegen, ja. Aber hier mit so einem kleinen Streicher geht das wirklich richtig gut. Und mit einem Löffel wird es natürlich genauso gehen. Oder mit einem Messer. Das ist jetzt wieder eine kleine Fleißarbeit, aber das finde ich eher voll beruhigend. Ne? Ja, so. Und dann darf das natürlich gleich erstmal trocknen. Also der Guss soll ja hart werden. Und dann gibt es hier noch die Geschmacksprobe. Wobei ich mir da jetzt schon sicher bin, ich glaube schon, dass das richtig gut wird. So, die sind jetzt fertig und da kann ich Ihnen noch sagen, also so viel ist von dem Guss übrig geblieben. Also das passt auch richtig gut. Und ja, also die dürfen jetzt erstmal, also der Guss darf jetzt erstmal trocknen, hart werden und dann gibt es hier gleich noch die Geschmacksprobe. Und auch wenn es bei mir jetzt vielleicht ein bisschen früh noch ist, aber innerhalb kürzester Zeit war dieser Guss wirklich hart. Also zumindest oben, dass er jetzt nicht mehr ja, so klebt. Und jetzt geht's ans Probieren. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir doch gerade den Kaffee noch aufgehoben. Aber naja. Total gut. Also da denke ich zwar auch wieder, dass das was ist, was man schon auch innerhalb von 2 Tagen essen sollte. Weil diese, ja, wie soll ich sagen? Dieses Frische, also ich glaube schon, dass es in den nächsten Tagen jetzt ein bisschen pappig werden könnte. Aber jetzt so ganz frisch, die erinnern mich so ein bisschen an so Mürbeplätzchen, also Mürbeteigplätzchen. Und ich finde sie, also wenn der Guss nicht drauf wäre, fände ich sie nicht süß genug. Aber mit dem Guss zusammen, ja, total perfekt. Also das ist doch wirklich jetzt mal auch ein Gebäck, was man ganz schnell machen kann. Wenn man jetzt weiß, es kommt jemand. Ich hatte heute Morgen schon gedacht, so, oh ja, weil ich will gleich meinem Bruder noch welche vorbeibringen. Und dann dachte ich schon so, ja, ob ich das schaffe, wenn dann erst der, wenn jetzt erst hier dieser Bezug, also dieser Guss noch trocknen muss. Da habe ich gedacht, ach je, dann schaffe ich das gar nicht. Aber das war jetzt wirklich innerhalb von einer halben Stunde, war der fest. Ja, also
Ganz toll zum Kaffee auch. Aber ich kann es auch super empfehlen, gerade so für ja, Kindergarten oder so, wenn, also anstatt Muffins. Ich sehe das ja immer, wie jemand da, oh, ich muss noch Muffins backen. Ist Kindergeburtstag oder Geburtstag in der Kita. Es müssen Muffins. Und dann denke ich mal, ich bin gar nicht so ein Muffin-Freund. Also, der Muffel heißt ja eigentlich Muffin. Da bin ich natürlich schon ein Freund von, aber nicht vom gebackenen Muffin. Ja gut, ich kann es euch total empfehlen. Das Rezept kann ich euch verlinken. Also in dem Originalrezept ist oben noch so ganz toller Streusel drauf. Das sieht natürlich super aus, aber ich weiß. Also ich bringe meinen Eltern davon, ich bringe meinen Bruder davon. Wir sind alle so alt, dass wir das nicht brauchen. Das ist dann eher, dass man denkt so, ja, so blaue Streusel. Aber ich muss schon sagen, auf dem Bild von dem Blog Mixgenuss sehen die wirklich richtig toll aus. Aber ja, das ist dann halt mehr was für Kinder. Ja, also, die werden hier erstmal noch verteilt, aber die lasse ich mir auch schmecken. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.